Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Einen tollen Samstag haben wir. Zum Glück, die Sonne scheint. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, war jetzt duschen, habe mir jetzt was zum Essen gemacht und ich habe ein Paket gekriegt. Ich habe bestellt bei Edel mit Herz. Die hatten nämlich noch bis zum 31.05. versandkostenfrei gehabt, ab einem Bestellwert von 30 Euro. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, was ich bestellt habe. Rechnung habe ich hier auch liegen. Dann kann ich euch auch die Preise nennen. Dann fange ich mal an. Hier sind so, das sieht man jetzt so gar nicht so gut hier, kleine Engelsflügelchen in klar irisierend. So sehen die aus. Haben die viele verschiedene von gehabt. Die fand ich aber jetzt am schönsten, auch weil ich die Farbe jetzt auch noch nicht habe. Hier sind, wie viele sollen drin sein? 100 Stück. Und der Preis ist 2,87 Euro. Ich finde, für 100 Stück finde ich das eigentlich in Ordnung. Die sehen auch schön aus. Dann habe ich mir ein paar Perlen bestellt. Und zwar einmal diese in Lila. Die sind so. Das sind so Crackle-Perlen. Die sehen innen drin. Sehen die aus, als wären die gesplittert. Seht ihr das? Ich finde die total schön. Die habe ich einmal in Lila bestellt. Und in Rosa. Und die kamen, jetzt muss ich mal eben schauen, da sind auch jeweils 100 Stück drin, 2,95 Euro. Für den Preis finde ich auch, dass es geht. Also die sind jetzt nicht, weil man kriegt diese Perlen ja auch bei Teddy, da sind 20 Gramm oder sowas, nicht allzu viele Perlen für 1 Euro. Und da jetzt für 100 Stück 3 Euro, finde ich in Ordnung. Dann habe ich mir einmal diese hier mitbestellt. So ein dunkles Silbergrau sind die. Das sind jetzt 6 mm. Da sind. Stand das schon drauf? Ja, steht also drauf 150 Stück. Und der Preis ist auch 2,87 Euro. Dann einmal 8 mm Perlen in so einem Blau. Sind 100 Stück drin. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo sind sie denn? Da oben auch 2,87 Euro. Dann vielleicht auch eine aufmachen, eine rausholen. Dann sieht man das. Nimmt echt eine schöne Farbe. Und die sehen auch wirklich so aus wie auf den Bildern. Also, das finde ich ja schon mal wirklich gut. Ja, manchmal hat man das ja mal bestellt, und das sind Farben gekommen oder kommt die, das wollte ich jetzt sagen. Man bestellt was, weil man es im Internet schön findet, weil die Bilder schön aussehen, jetzt von der Farbe her. Und zu Hause hat man hinterher eine andere Farbe. So, dann habe ich mir dieselben nochmal in Rot bestellt. Auch so ein Perlmutt, sagen die zwar, für mich sieht das mehr auch nach so einem Metallic-Rot aus. Die sind auch 8 mm. Und sind auch 100 Stück drin, kosten ebenfalls 2,87 Euro. Dann habe ich mir nochmal diese mitbestellt. Das sind so Türkise. Ne, auch 100 Stück, 8 mm. Die kamen, glaube ich, auch 2,87 Euro. Wo sind sie? Wo ist sie? Jetzt muss ich mir eben hier schauen. Da, nee, 2,95 Euro. Die waren was teurer. Aber wie gesagt, für 100 Stück finde ich das in Ordnung. Dann habe ich mir so Strasssteinchen geholt. Die sind auch irisierend. Aber als Kätzchen. Die habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Fand ich total süß, musste mit.
50 Stück sind drin und kosten 1 Euro. Dann habe ich davon nochmal so Röschen bestellt. In so einem, ja, einem lila, ja, nicht lila, in einem Pinkton. Und kosten auch 1 Euro. So, dann habe ich hier immer so einen Glitzerzerstäuber, so einen Stift. Bin da immer wieder drum herum gewandert, ob ich mir den jetzt wirklich holen sollte oder nicht, weil ich dachte, ich habe eigentlich so viel Glitzer und dann brauche ich nicht so was noch. Und ja, war halt um die 30 Euro voll zu kriegen, bestellt man auch mal sowas mit. Hier oben seht ihr die Spitze, da ist eine Öffnung. Eigentlich will ich das jetzt nicht. Jetzt habe ich es doch gemacht. So. In einem Weiß irisierend ist das. 10 Gramm sind drin. Also auch so wie... jetzt glitzer ich auch überall. Der kam 1,95 Euro. Von dem gibt es auch viele verschiedene Farben. Das hier ist jetzt so ein Weiß irisierend. Es gibt noch einen anderen, der halt auch weiß ist, aber nicht so wie dieser halt. Ja, brauche ich erstmal hier ein Feuchttuch, um meine Hand sauber zu machen. Wir gerade, wie gesagt, duschen und jetzt schon wieder hier voller Glitzer hier. Dann habe ich mir so eine große Rolle Klebeband bestellt, selbstklebend. Ne, ihr seht, das ist halt einmal das Flauschband und einmal Hakenband, 5 Meter in schwarz. Ist von allen Dingen, die ich jetzt hier bestellt habe, das teuerste mit 5,97 Euro. Ne. Seht das, also kann man auch wirklich eigentlich hier drum lassen. Weil hier kann man das aufmachen und immer schön abziehen. Und dann hat man das auch direkt in so einem drin. So. Und Strasssteine habe ich mir bestellt. Das ist ein ganzes Set. 3 mm sind die groß in 10 verschiedenen Farben. Das sind insgesamt 3000 Stück. Und kamen, Momentchen, 1,50 Euro. Hier seht ihr diese, sehen aus wie so kleine Mini-Diamanten, einmal in Blau. Dann in so einem, ich weiß nicht, was das für eine Farbe sein soll. Ich mach mal das Licht an, vielleicht sieht man das ja auch besser. Ich weiß nicht, jetzt in einem Flachston, Braunton. Leichtes Kupfer, würde ich sagen. Auf jeden Fall sieht die Farbe ist interessant, sieht aber auch schön aus. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche Farbgebung das ist. Und falls ihr im Hintergrund was hören solltet, fällt mir jetzt ein, euch das zu sagen. Ich habe hier so einen Mini-Ventilator am Schreibtisch. Den habe ich angemacht, ein bisschen kühle Luft hier hinkommt. Beziehungsweise ich nicht hier so eingehe, weil ich habe mein Bastelzimmer am Dachboden quasi. Wir haben ein Einfamilienhaus und ja, mein Bastelzimmer ist halt ganz oben im Dachgeschoss sozusagen. Und ja, man merkt halt schon, wir haben Sommer. So, dann auf jeden Fall in Rot. In einem Rosaton. In Grün. Finde ich auch schön, finde ich auch gut, dass die auch in Grün mit dabei ist, weil Grün hat man auch nicht so oft und ich hätte mir die selber in Grün jetzt auch gar nicht geholt und ich finde es nicht schlecht, dass die hier in diesem Set mit dabei sind. Und einmal in so einem hellen Blau, so ein Eisblau würde ich ja schon sagen, auch eine schöne Farbe. Wenn ich die einzeln kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch mehrmals bestellen, beziehungsweise öfters. So, hier haben wir wieder so eine komische Farbe. Ich weiß nicht, ob das auch ein Gelb sein soll. Ist das nicht so? Nee, ist eine andere Seller. Ich weiß nicht.
helles, dunkles Gelb, helles Orange. Irgendwie so ein Mischmasch. Dann so ein durchsichtig in Schwarz. Und das finde ich schön, dass das so ölfarbend ist. Das Schwarz und nicht wirklich so einfach halt schwarz, ohne nichts Sagendes irgendwie. Finde ich total schön. Und einmal hier dieses Pinke. Also schöne Farben mit dabei. Wie gesagt, das Grüne hätte ich mir jetzt so alleine jetzt nicht mitbestellt. Finde ich gut, dass das hier mit dabei ist. Als Goodie haben die mir noch was mit da reingelegt. Und zwar sind es so, so Relief-Sticker. Relief-Sticker nennt man dazu. Ich glaube ja, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Hier, das kann man hier abziehen, das auf eine Karte oder so kleben. Und dann steht hier zum Geburtstag alles Gute. Das ist ein so ein Bogen, wo so zwei Stinger mit drauf sind. Und ja, finde ich schön. Finde ich gut, dass sie das mit reingelegt haben. Man war ja jetzt auch kein Muss gewesen von ihnen. Ist immer was Neues. Interessantes Muster auch drauf mit dem Vögelchen. Hier das in der Mitte. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, das war jetzt auch schon wieder mein Haul gewesen. Ein kleiner Mini-Haul, der schnell ging. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr bestellt vielleicht das eine oder andere auch. Idee mit Herz hat öfters halt Aktionen. Vielleicht guckt ihr mal da vorbei, wenn, falls ihr die noch nicht kennt. Und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und vergesst nicht viel zu trinken. Morgen wird ja, also soll es ja richtig warm werden. Ja, das war's von mir und bis demnächst. Tschüss!